Ich bin nicht hier drin. Ich bin nicht hier drin. Ja? Nicht herein. Nein, nicht herein. Nicht herein. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scary Sunday. Und damit zu Layers of Fear. Ein Horrorspiel, das sehr gut sein sollte, angeblich. Und das mir sehr oft empfohlen wurde. Und ich muss zum Voraus kurz sagen, ich bin momentan krank. Aber ich hoffe, man hört mir das nicht allzu sehr an. Und ich würde sagen, ja, wir starten einfach mal und gehen in das Haus. Denn das Ganze spielt in einem Haus und ich kann die Tür nicht aufmachen. Ach so, es geht da hinten weiter. Na ganz toll. Oh, eine Ratte. Nicht gut. Ich weiß, es gab davon sicher schon 100.000 Let's Plays. Deswegen werde ich einfach ein bisschen die lustigsten und gruseligsten Momente zusammenschneiden. Und ich glaube, davon wird es einige geben. Okay, ich gehe einfach mal in den erstbesten Raum. In der Hoffnung, dass da nichts passiert. Puh, okay. Was war das? Ich höre alles, okay. Ich finde es geil, dass man hier alles so anfassen kann. Das erinnert mich irgendwie an einem Nische. Ach ja, zum Nische ist übrigens auch nochmal ein neues Spiel rausgekommen. Das werde ich vielleicht auch zocken. Wieso ist die Musik so traurig? Freut sich denn niemand, dass ich in diesem Haus bin? Oh shit, man kann hier richtig Unsinn anstellen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich frag mich nur, wenn der Spaß vorbei ist und dann die richtigen Horror-Szenen kommen. Oh, 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 okay, okay, okay. Alles gut, komm, mach das Licht an. Was war das? Ein Klavier. Ich kann nicht drauf spielen, das wäre nice. Yes, es geht. Oh, oh. Okay, das. Spiele ich denn so schlecht? Ich mag es nicht, wenn Türen so leicht geöffnet sind. Das heißt, komm rein und wir vergewaltigen dich. Oh, das gefällt mir nicht. Ist das das Arbeitszimmer von wem auch immer? Oh, ich habe einen Schlüssel. Geil, ich finde Sachen. Okay, hier gibt es noch eine Tür. Die war sehr versteckt. Oh, wir haben eine Tochter. Oder einen sehr schwulen Sohn. Ein Zinnsoldat. Oh, Dubstep Dance. Okay, lassen wir den Scheiß. Ich finde es aber sehr gut gemacht, wie man hier alles anfassen kann, alles angucken kann. Oh, ich kann zoomen. Dubstep Dance. Okay, gut, das ist echt nicht mehr. Ich habe hier einen Schlüssel. Hier ist irgendein. Okay, ich glaube, ich habe gerade einen Schlüssel verwendet. Notiz. Ich bin sicher, das Spiel hat eine voll geile Story. Oh, Gemälde. Das heißt, hier ist ein Maler am Werk. Und Schatzkisten. Okay. Ein Pinselsalat. Lecker. Sonst noch irgendetwas hier? Flaschen. Flaschen. Und ein Gemälde. Okay, seid ihr bereit, Leute? Ich zeige euch jetzt mein Kunstwerk. Es ist. Ja, besser als Mona Lisa auf jeden Fall. Hier ist alles verschlossen. Ah, scheiße. Na dann. Was das wohl? Was zum Teufel? Was ist das für ein krankes Zimmer? Moment, das war vorhin noch nicht so. Ich will zurück. Scheiße. Ich glaube, jetzt fängt es an, Leute. Jetzt fängt es an. Es ist leider ein Horrorspiel. Leider ein Horrorspiel. Kann ich hier raus? Oh! Okay, okay, okay. Es ist ein Fenster. Es ist ein Fenster. Alles okay. Ich gehe ja wieder raus. Kann ich raus? Oh, und es ist schon wieder anders. Na ganz toll. Das ist das eines von diesen Spielen. Wenn man zurückläuft, ist alles wieder anders. Oh, gut. Na ganz toll. Ich glaube, ich hätte die Dokumente lesen sollen. Ah, ist es. Nee, muss ich jetzt nochmal zurück und alle Dokumente lesen. Damit ich den Code rausfinde. Ich kann die Kerzen anzünden. Das. Wow, okay. 485, dankeschön. Genau. Oh, shit. Okay, seid ihr bereit? The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Nö. War diese Tür schon immer da oder kam die erst jetzt? Oh, Schaukelstuhl. Ich will nicht weitergehen. Ich weiß, je weiter ich gehe, desto schlimmer wird's. Wieso hängen Leute so etwas auf? Ich könnte da nicht mehr pennen, ey. Oh! Wow! Okay. Dein Ernst? Ich wusste, ich kann dem Hirsch nicht vertrauen.
Oh Gott, ich sehe nicht mal was, es ist so dunkel. Okay, los, hinauf. Ah, Lichtschalter. Oh, okay. Gruselige Oma, gruselige Bilder. Ich gehe weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. What the fuck? Alter, mit dem Typen stimmt doch etwas nicht. Hast du etwa Farbe geraucht oder was? Geheimversteck. James Bond Style. Ich geh dann mal, ne? Oh oh, oh oh. Boah, ich will diese Bilder gar nicht angucken. Mit denen stimmt irgendetwas nicht, ich weiß es. Okay, okay, ich hatte recht, ich hatte recht. Nein, nicht ins Feuer laufen. Oh mein Gott, was für eine dumme Ratte. Oh Gott. Wow. Alter, Jumpscare um Jumpscare. Ganz egal, in welchen Raum ich komme, immer geht irgendetwas schief. Kann ich wieder zurückgehen? Ich wüsste nicht, was ich sonst tun soll. Ah, wieder ein anderer Raum. Das Spiel hat echt Abwechslung. Scheint es nichts zu geben, gehe ich mal weiter. Oh nein, nicht weinende Leute. Das ist nie gut. Das ist nie gut, ich spreche aus Erfahrung. Weinende Leute in Horror spielen, das ist nie gut. Oh. Und da ist es auf einmal weg. Oh, es ist wieder die Küche. Wer macht die Tür immer hinter mir zu? Ist es so ein Geist, der hinter mir herwandert? Oh, das ist jetzt alles leer. Wer hat die Küche ausgeräumt? Es war die Ratte. Es war von Anfang an die Ratte, ich wusste es. What the fuck, was ist das? Oh oh, oh oh. Ich hab nichts gemacht. Das war die Ratte. The fuck? Puh, okay. Oh shit. Oh shit. Alter. Was läuft falsch mit diesem Spiel? Oh, oh, Früchte. Ja, lecker. Noch mehr, noch mehr. Okay, so viel kann ich nicht essen. Es reicht, okay? Es reicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich noch weitergehen will. Ich werde sowieso nicht das ganze Spiel in einer Folge durchspielen können. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Oh, nicht schon wieder das Bild. Okay, was haben wir diesmal gezeichnet? Da ist immer noch das Gleiche. Was? Okay, lass uns etwas malen. Ich will etwas malen. Geht das? Oh shit, das ist jetzt offen. Okay, oh, vielleicht war das das erste von 6 Kapiteln, kann das sein? Okay, muss ich jetzt wirklich den Lift nehmen? Wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Bye bye. Hasta la vista. Oh nein, oh nein. Ich bin sowas von weg. Ich bin sowas von weg. Okay, wisst ihr was? Ich spiele noch 5 Minuten oder so und dann gehe ich, yay. Das ist wirklich ein sehr geiles Horrorspiel mit sehr geilen Effekten und drum und dran, aber wenn ein Horrorspiel geil ist, dann möchte man es meistens nicht weiter spielen. Mann, ich komme nirgends hin. Moment, das habe ich gehört. Welche Tür war das? Ach, scheiße. Okay, ich komme. Was wollt ihr von mir? Ein Schlüssel, ah. Okay, danke schön. Das nehme ich gerne. Also wir haben jetzt einen Schlüssel für diese Tür. Okay, was willst du mir zeigen, Spiel? Oh, wir sind schon wieder hier. In diesem Raum waren wir definitiv schon mal. Was geht mit diesem Haus ab? Das verändert sich die ganze Zeit oder wir sind einfach nicht. Wow! Oh, 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 was? Oh, ich wusste es, der Hirsch. Schon wieder. Einfach Tür zu. Ah, das geht nicht mehr. Fuck. Einfach weiterlaufen. Okay. Wieso gehen die Türen immer hinter mir zu? Shit. Was? Ich mach die Lichter wieder an. Es kommt sicher bald so ein Fenster-Jumpscare, wo jemand einfach am Fenster steht. Bitte verschont mich. Ich will hier nur raus. Oh, fuck. Oh, okay, ein Stuhl. Oh, okay.
Okay, es ist nur ein Stuhl. Das ist auf jeden Fall eines der besten Horrorspiele des Jahres. Und ich gehe an der Tür vorbei. Ich meine, nein, jetzt komme ich nicht mehr, okay? Zu spät. Oh, ich muss diese Tür nehmen. Okay, ich komme. Oh, okay, ich komme ja schon. Scheiße. Erstmal alle Kerzen anmachen. Oh, ich habe einen Schlüssel genommen. Was? Was ist los? Oh shit, kommt da jemand? Oh fuck. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so klug war. Mach alle Kerzen an. Alter, guckt euch das an. Irgendetwas kommt. Ich bin nicht hier drin. Ja? Nicht herein. Nein, nicht herein. Was auch immer das ist, das geht wieder weg, glaube ich. Ja, die Wände werden wieder normal. Und wir können alle zufrieden sterben. Oh, keine Malspur. Führt zu diesem Bild. Wow, 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 wow. Okay. Ich habe genug gesehen, Leute. Ich werde es vielleicht beim nächsten Scary Sunday noch fertig spielen. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. So, Leute, ich glaube, das wäre es gewesen fürs Erste mit Layers of Fear. Wenn ihr wollt, dass ich das weiterspielen soll, wenn ihr wollt, dass ich weiter leiden soll, dann könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, Leute. Habt einen schönen Tag. Tschüss.